Hallöchen Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Happy Year After. Weiter geht's. Und zwar können wir gleich etwas zubereiten. Macht das automatisch, natürlich brauche ich einen dabei, ist ja klar. Studiere Tourismus Level 1, stelle Herr Hotelschild Level 1. Gerüchte über unsere glorreiche Stadt haben Deadville erreicht. Wir erwarten noch mehr Gäste. Die Zeit ist reif, ein Hotel zu bauen. Oh, überall brauchen wir Leute hier. Ich habe keine Leute. Mhm. Ach, siehst du, das Waldlager ist hier. 64 Gold, 8 Holz. Ich würde sagen, wir verkaufen mal wieder ein bisschen was. Nahrung, 20 Stück meinetwegen, ist okay. Dann haben wir hier noch die Beine von Flugschwein, verkaufen wir 5. 10 Stück. Augen, na, die bringen jetzt nicht so viel Gold. Mach ich mal wieder weg hier. 190 Gold. Unbeschäftigt. Sowas gibt es ja mal gar nicht hier. Alter, immer 3 Holz ist natürlich krass. Aber dass die so weit latschen müssen, gefällt mir nicht. Oh, wir können weitere Schätze suchen. Geil. Du gehst mal hier hin. Ist viel wichtiger. 2 Leute für die Nahrung ist in Ordnung. Die kann ich da mal abstellen. Das ist okay. Ich habe das Gefühl, fehlen Leute, oder? Ah, 190 Gold dazu bekommen. Schick, schick. Jetzt mal den Schatz hier suchen. Steinhäuser. Na, bist aber böse, hä? Huh? Ah, bitte sehr. Bitte sehr. Alle wieder glücklich. Da unten ist noch einer am Holz hacken. Hm. Mach das mal woanders. Oder mach das mal erstmal gar nicht. Wir könnten uns, was können wir denn kaufen? Wir können uns Kristalle kaufen. Seife, Rezept, Zutat, kaufen wir uns. Ah, kaufen wir die? Ich glaube nicht. Erstmal nicht. Einen neuen Arbeiter einstellen kann ich nur nicht. Hab keinen Platz mehr wahrscheinlich. So, dann ist das fertig. Unbeschäftigt. Sowas aber auch. Ja, das muss ich noch suchen. Aber sobald ich das Lager hier fertig habe, mache ich das dann. Das Waldlager. Ja, die ist wieder untätig. Dann. Oh, ich habe keine Kristalle mehr. Mal wieder neue Flugschweine irgendwo. Hier haben wir noch einen Schatz, oder? Ah, noch nicht. Noch kein Zugang wahrscheinlich. Nom. So, 95, 96, 97%, 98, 99 und fertig. Denkst du mal Mooses suchen? Ein Moos-Augengericht haben wir schon. Können wir noch ein zweites und nice, okay. Wo ist das unbeschäftigte Viech da? Lager, Hotel, brauche ich noch ein Hotelschild. Für 5 Holz. Geschenkpackung können wir meinetwegen auch noch machen. Aktuell kein Platz mehr. Was haben wir hier? Ach, das Labor. Hm, Werkstatt, Andenken. Komme ich noch nicht rauf. Hier mal Handel. Ich habe schon wieder so viel Nahrung. Ist krass, oder? Gefällt mir. So, ich glaube, jetzt habe ich... Die 3 Moose, ah ne, die Gerichte brauchte ich ja dafür. Hm, ich kann neue Kristalle suchen. Die müssen immer sofort gemacht werden, wenn sie verfügbar sind. Das war leicht verdientes Geld, Meister. Lass uns ähnliche Gelegenheiten ausschalten. Oh, das war's schon. Ich brauchte gar nicht noch eins. Ein Ritter. Verteidige dich gegen die leichte Ritter. Meister, pass auf, leichte Ritter. Sie sind schlimmer als Flugscheine. Wirke deine Magie. Meister, pass auf, leichte Ritter. Sie sind schlimmer als Flugscheine. Wirke deine Magie. Ja, alles klar. Aber die kostet mir nichts.
Meinetwegen, ran damit. Dann habe ich das alles schon mal. 3 Holz. Belohnung 5. Keine Ahnung. Jetzt brauche ich das Hotel. 10 Holz brauche ich dafür. Achso, ja, geht jetzt mal Nahrung futtern. Nahrung. Können da 3 Leute ran? Ja, ne? Sehr schick. Sammle 15 Holz. Ich bin bereit für die Arbeit. Ich habe einen weiteren Holzauftrag platziert. Ah, bin ja schon dabei. Ich kann auch nur 300 Gold lagern. Das ist auch nicht so viel. Ich kann dummerweise nicht mehr. Na, gib mir mal. Oh, wieder 5 Kristalle. Ist okay. Und wir verkaufen 5. 20 Nahrung wieder. Damit wir einen plus minus 0 haben. Das Holz, ja. Komm mal her hier. Hier haben wir noch einen. Was haben wir hier noch? Ah ja, die Küche. Gucken wir den Bauernhof. Und den Bauernhof, da haben wir die Küche jetzt noch freigeschaltet. Nice. Konrads Bauernhof. Pling! Sollten uns noch mehr von den Dingern holen hier. Ich meine, kann man auch ruhig Gold bezahlen. Ich habe ja eh genug Gold. Ja, machen wir. Handeln wir mal. Ich glaube, ich habe zu viele Kristalle gekauft. Aber die werden sicherlich für die Zukunft auch nützlich sein. Hier oben haben wir dann nichts mehr. Leichte Truppen sind im Anmarsch. An die Waffen! Herzlichen Glückwunsch, du hast den Angriff zurückgeschlagen. Ich weiß. So, neue Kristalle. Zack. Dann haben wir erstmal alles im Labor entwickelt, soweit ging. Oh, hier geht's ja noch viel mehr. Ups. Oh, Kristalle brauche ich ja dafür. Ah, gut, jetzt habe ich etwas zu tun. Hier ist das Geld für das Holz. Bis bald. Ein Tourismus. Ah ja, ein Hotel. Gleich, sobald das Ding hier fertig gecraftet. Oder habe ich einen Unbeschäftigten? Ja, tatsächlich habe ich einen. Wie viel brauche ich dafür? 96 Gold, 12 Holz. Ich habe kein Gold mehr. Kriege ich für die. Ah, ich kriege von denen auch was. Nice Sache. Diese komischen Dinger da kriege ich. Sound L, Zutat für die Küche. Ah, ich glaube, es ist zu wertvoll. Ich brauche mal nur die Nahrung und das Moos, meinetwegen. Du kannst anstatt deinen Wünsche entsprechend dekorieren. Geh hier einfach in das Baumenü und kannst nach beliebigen Änderungen vornehmen. Probier es jetzt aus. Ich möchte aber keine Dekoration machen. Mag ich nicht. Oh, kommt hier noch einer rein? Ja, oder? Achso, wir haben gar kein Holz, kein Gold mehr. Okay. Dann gehst du mal Pilze sammeln. Du gehst Pilze sammeln. Und du, bis es weitergeht. Gehst Moos sammeln. Und Holz brauchen wir auch noch. Kling! Okay, jetzt haben wir alles wieder vollständig. Pilze brauchen wir gerade nicht mehr. Machen wir hier weiter. Kann ich das selber abhören? Ne, kann ich nicht. Schade, schade. Ah, bist zufrieden. So, geht doch mal hier arbeiten. Da sind wir gleich fertig. Ja, ich brauche noch Holz. Oder? Oder ist es erledigt? War es der letzte Tick gewesen? Ja, sieht so aus. Hotel! Das Hotel bringt einen konstanten Geldstrom.
Goldstrom, während einer deiner Person dort arbeitet. Vergiss nicht, deine Einnahmen einzusammeln. Dann komm her hier. Dann bleibst du mal schön dort. Das wird jetzt fertig. Die Touristen bringen Zusatzeinnahmen ein. Ich bräuchte mal einen neuen Arbeiter. Aber ich kann immer noch keinen kaufen, weil ich glaube ich keinen Platz habe. Dekoration will ich nicht haben. Mag ich nicht. Ich mag grundsätzlich keine Deko. Weil mir die halt nichts bringt. Holzhaus. Beherbergt 4 Bewohner. Bau aus für mehr Platz. 10 Holz brauche ich dafür. Und ein Brett. Ein Steinhaus. Noch ein Steinhaus. Kristallhaus. Ein Steinhaus bauen. Ich brauche ein Steinhaus, glaube ich. Was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Das ist genau das gleiche, nur dass das teuer ist. Teurer ist. Steinblöcke brauche ich dafür. Ich habe gar keinen Stein. Ah, okay. Wir können das noch gar nicht bauen, weil wir keinen Stein haben. Dann brauche ich ein Brett. Hier haben wir die Bretter. Klick auf das Hotel, um deine Einnahmen zu kassieren. Okay, alle beschäftigt, sehr gut. Ich brauche einfach neue Arbeiter. Hier gibt es so viel zu tun, ist unglaublich. Bau ein Andenkenladen. Studiere Andenken, Level 1, stelle her, Geschenkpackung, Level 1. Ich habe eine Idee. Wir haben hier eine Menge Touristen. Wie wäre es mit Andenken für sie? Hier ist mein Holzhaus. Noch ein Holzhaus. 2 Holzhäuser. Achso, das war die, die gerade Moos gesammelt hatte. Sie ist untätig. Sowas aber auch. Ich brauche noch 10 Holz. Das mit dem Gold ist, glaube ich, nicht so wichtig. Mag ich nicht so. Gibt es Wichtigeres, ehrlich gesagt. Das Gold kriege ich halt, wenn ich verkaufe. Das ist okay. Mehr brauche ich da, ehrlich gesagt, gar nicht. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Häuser. Aber wenn ich halt mehr Arbeit habe, dann kann ich das gerne machen. Das ist okay. Aber nicht, wenn ich hier Arbeiterknappheit habe. Ein Andenken. Ja, Andenken muss ich ja bauen. Kann ich ja noch einen neuen Arbeiter anheuern. Oh, bis dahin vielleicht noch ein bisschen mehr Gold holen. Ich könnte das Gericht verkaufen für 15 Gold jeweils. Das ist schon krass. Dann habe ich 200 Gold, dann kann ich mir 2 Arbeiter holen. Holzhaus Bevölkerung 3. Was passiert denn? Ich habe das jetzt gemacht und das hier ist hier das hier. Ach so, dann kommt hier ein Arbeiter mehr dazu jetzt. Guck mal, das hat einen Stern, das hat noch gar keinen Stern. Okay, also kann ich mir aktuell eh nur einen Arbeiter zusätzlich holen. Und 7 von 8, nice. Okay, ein zusätzlicher Arbeiter, holen wir Mints. Sehr schön. Oh mein, wie kannst du jetzt erstmal ins Hotel gehen? Ein Andenkenladen. Andenken habe ich schon geskillt. Jetzt wollte ich noch ein Geschenkladen. Ein Bergkeller. In der Schlucht. Habe ich glaube ich noch gar nicht, ne? Achso, Steine kann ich eh noch nicht. Steinhaus kann ich auch noch nicht. Kristallhaus eh nicht. Was ist das denn? Orlando. Aber dich kenne ich doch.